Last but not least, der vierte Sprecher. Und of course, die zwei letzten Sprecher haben in der Tat den Nachteil gehabt, dass die Uhr jetzt läuft. Der jetzige kann diesen Druck mehr als aushalten, da bin ich ganz sicher, denn er ist ein Multitalent. Er ist Schauspieler, Regisseur, Theaterpädagoge und vielleicht mit am wichtigsten, zumindest in diesem Bezirk und an dem heutigen Abend, er ist Mitgründer des preisgekrönten Projektes Heroes. Ich bin mir ganz sicher, dass viele von Ihnen im Saal bereits schon über dieses Projekt gehört haben oder auch darüber gelesen haben. Für die ganz wenigen, die darüber noch nicht gehört und gelesen haben, heute Abend ist die einmalige Chance, Einblick in dieses Projekt zu bekommen. Herzlich willkommen, Yılmaz Atmaca. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist eine große Verantwortung, wenn man sagt Multitalent, da muss man ja alles können und da kommt nicht so klein irgendwie. Versuche die Zeit irgendwie hinter mir zu kriegen. Ja, Heroes ist gegen Unterdrückung im Namen der Ehre. Ich bringe euch Hoffnung, weil ich habe einen tollen Job und ich habe eine tolle Tätigkeit, mit der ich tagtäglich diese tolle Entwicklung von jungen Männern sehe. Wir begleiten junge Männer, die später, nachdem sie trainiert sind, in Schulklassen gehen, in Jugendzentren gehen und mit anderen Jugendlichen über viele, viele Tabuthemen diskutieren. Also das gibt es. Und ich komme selbst und auch unsere Jugendliche kommen aus einer patriarchalen Gesellschaft, patriarchaler Struktur. Das heißt, wir Männer dominieren diese Gesellschaft. Und von daher möchte ich hier betonen, ich bin hier ein richtiger Mann. Ein richtiger Mann heißt für mich, der schlägt, er schreit nicht, wenn er geschlagen wird, er guckt böse, ich kann stundenlang böse gucken. Vielleicht bekomme ich deswegen auch immer die bösen Rollen, wenn ich Angebote bekomme. Auf jeden Fall, also Gesellschaften, Systeme, wo Männer die Rollen, die Aufgaben verteilen und auch die kontrollieren. Und mit solchen Jugendlichen, mit jungen Männern, die aus so einer Gesellschaft kommen, arbeiten wir. Ich habe ähnliche Vergangenheit wie mit unseren Jugendlichen. Als ich 16, 17 Jahre alt war, war ich nicht an dem Punkt, an dem unsere Jugendliche heute sind. Sie gehen in die Öffentlichkeit und positionieren sich. Sie sagen, ihre Mütter sind Feministinnen und deswegen wollen sie darüber was sagen, deswegen wollen sie sich in der Öffentlichkeit positionieren. Diese Jugendliche haben es nicht einfach. Ich sage das aus Erfahrung. Es ist nicht einfach, sich von A nach B zu bewegen, diese Entwicklung zu haben. Ich habe das Glück gehabt, das Theater kennengelernt zu haben, indem ich ständig tagtäglich durch meine Rollen, durch meine Ausbildung an mich denken sollte, an meine Haltung, mich ständig analysieren sollte. Aber wie viele Jugendliche haben denn überhaupt diese Möglichkeit, sich zu entwickeln, an sich selbst zu denken, sich in Frage zu stellen? Das ist unser Prozess, das ist die Zusammenarbeit mit unseren Jugendlichen, mit unseren jungen Männern. Heutzutage, wenn unsere jungen Männer auf die Straße gehen, haben sie das Gefühl, da kann ich dir zustimmen, Nülgün, sie werden überall beobachtet. Wenn sie nach Hause kommen, werden sie mit diesen neuen Werten, mit dem neuen Alltag, den sie mit nach Hause bringen, nicht akzeptiert. Was bleibt ihnen übrig? Schauspieler. Sie spielen überall. Sie stellen sich nicht selbst dar. Sie haben nicht die Möglichkeit, sich selbst darzustellen. Sie haben nicht die Möglichkeit, in Frage zu stellen, Fragen zu stellen. Und das versuchen wir unseren jugendlichen, jungen Männern anzubieten. Wir haben mittlerweile 40 trainierte Jungs, die durch hunderte von Workshops tausende von anderen Jugendlichen erreicht haben. Und all diese Jugendlichen, mit denen wir in Kontakt kommen, in Schulklassen, in Jugendzentren, die wollen darüber reden, die öffnen sich. Wissen Sie, warum unsere Jungs zu uns gekommen sind? Die ersten Heroes, auch die heutigen Heroes, die wollen ihr Image in dieser Gesellschaft ändern. Tolle Aussage, aber andererseits ist es auch traurig. Und da sage ich mir, ich habe das Glück gehabt, ich bin froh, dass ich meine ersten 24 Jahre in der Türkei verbracht habe.
Ich musste nicht darüber nachdenken, wer bin ich, wo komme ich her, das ist ja automatisch passiert. Aber hier, die Jugendlichen, die Nülgen jetzt beschrieben hat, die müssen ja ständig sich die Frage stellen. Das gehört zum Prozess, wenn man so zwischen 10 und 20 Jahre alt ist. Wer bin ich, meine Nationalität, meine Sprache, meine Kultur, meine Werte. Wir sind auf der Suche nach uns selbst. Aber leider haben viele, viele Menschen, besonders Menschen, die aus so einer Struktur kommen, nicht die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln. Weil sie ständig von anderen Seiten, von überall bestimmte Werte bekommen. Und das ist der Raum, den wir unseren Jugendlichen anbieten und der auch unsere Jugendlichen weiterbringt. Neulich habe ich mit unseren Jugendlichen diskutiert über Männlichkeit, Frau, Mann, wie benimmt sich eine Frau in der Gesellschaft? Da hat ein Junge von uns gesagt, eine Frau hat mir gesagt, mein Hintern ist toll. Und dann dachte ich, ja, was hast du dazu gesagt? Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Das gehört sich nicht. Eigentlich sagt der Mann der Frau, du hast tollen Körper. Aber dass ein Mann von einer Frau sowas hört, ist ungewöhnlich, gehört nicht zu unserem Alltag. Und nach unserem Gespräch über viele Themen sagte einer, was sollen wir denn jetzt machen? Wie sollen wir unseren Familien, unseren Rücken kehren? Sollen wir all unsere Werte ablehnen? Nein, das wollen wir nicht. Wir sind nicht gegen die Familien, wir sind nicht gegen die Gesellschaft, wir sind nicht gegen die Kultur, gegen die Religion, was auch immer dazu gehört. Wir versuchen mit unseren Jugendlichen eine Reise zu starten, indem sie mutig sind, Mut bekommen, Fragen zu stellen. In Frage stellen, selber nachdenken, ohne dass wir sagen, das ist der richtige Weg, da musst du hin oder nein, das stimmt nicht, das ist falsch. Wollen wir nicht, wollen wir vermeiden. Und das als Gesellschaft müssen wir auch unseren Jugendlichen anbieten. Es ist schwierig. Und mein Sohn wächst, er ist sieben Jahre alt, 8 geworden, neulich. Ja. Es kommt sehr oft vor, dass Menschen, die Sozialarbeiter, Pädagogen, Therapeuten, was auch immer, die kümmern sich immer um die anderen, dabei vergessen sie ihre eigene Familie. Das ist die Gefahr. Auf jeden Fall. Und ich möchte ihm eine Zukunft geben, schaffen, ermöglichen, indem er nicht in so einer Sackgasse steht und sagt, wer bin ich, wo gehöre ich hin? Er soll sich selber entwickeln. Und wenn er mir widerspricht, da freue ich mich. Wenn er sagt, ich gehe in die Richtung, da freue ich mich. Und das ist die Arbeit, die wir unseren Jugendlichen ermöglichen. Und das ist auch heldenhaft, so heldenhaft, dass diese Menschen, dass diese jungen Männer aus so einer strengen Struktur kommen und sich gegen diese Struktur einsetzen, in Frage stellen. Wie viele deutsche Jugendliche machen denn das? Einmal in der Woche zum Treffen kommen und darüber diskutieren und sich selbst in Frage stellen und nachdenken und mit vielen verrückten Fragen nach Hause gehen und all diese Fragen mit in die Familie nehmen. Und das ist das Tolle daran, wenn wir in Schulklassen sind, im Workshop sind, beobachten wir den Prozess, in dem diese Jugendlichen, jungen Männern oder jungen Frauen stecken, sehr nah. Das ist so anfassbar. Und deswegen ist die Arbeit, die ich zähle oder ich sehe meine Arbeit wunderbar, weil das ist so nah. Ich habe jetzt von meinen Vorrednern gehört, Dschihadisten und auch all diese schrecklichen Bilder, das verfolgen wir. Aber diese Seite gibt es ja auch. Und diese jungen Männer haben keine kriminelle Vergangenheit. Das sind ganz normale junge Leute, Abiturienten, mittlerweile Studenten, die eigentlich nach einem Jahr uns verlassen sollten, aber nach 8 Jahren weiterhin mit uns zusammen sind und sich immer die Frage stellen, warum komme ich immer noch hierher? Die sollten wir auch wahrnehmen. Und deswegen sage ich, das Glas ist auch voll. Danke.